Wir sind ja auf der Logimat 2019 in Stuttgart und wie man sieht, wir sind nicht am Linde Material Handling Stand. Wir stehen hier vor einem sogenannten Schnelllauftor und Ron, du kannst mir sicher erklären, was es damit auf sich hat. Ja, absolut. Bei Linde Material Handling kümmern wir uns um Lösungen für die Intralogistik insgesamt. Und das Problem bei Schnelllauftoren wie diesem ist, dass es relativ häufig zu Kollisionen zwischen einem Gabelstapler und diesen Schnelllauftoren kommt. Das Problem dabei ist, dass es kostenintensiv ist und es ist natürlich auch ein Sicherheitsproblem. Und wir stehen jetzt hier, weil wir dafür eine Lösung haben? Genau so ist es. Wir arbeiten mit dem Linde Safety Guard. Okay. Und wir sind in der Lage, um das Tor drumherum eine Warnzone zu kreieren. Und wenn der Stapler auf das Tor zufährt, wird der Stapler in der Geschwindigkeit automatisch reduziert und gleichzeitig ein Öffnungsimpuls an das Tor gegeben, sodass es sich rechtzeitig öffnet und keine Kollision mehr vorkommen kann. Sprich, zusammengefasst, wir sparen Kosten, weil es keine Kollision mehr gibt, aber natürlich, das Ganze wird auch viel sicherer für uns. Genau so ist es. Benötigen wir dazu irgendwelche Hardware am Fahrzeug, an der Infrastruktur? Also es ist völlig kompatibel mit der Linde Safety Guard Infrastruktur auf dem Stapler. Was wir an den Toren brauchen, ist verschiedene Arten von Einheiten, je nachdem, wie die Warnzone gestaltet werden soll. Wir sind also sehr variabel. Wir können kreisrunde Warnzonen gestalten, wir können eckige Warnzonen gestalten. Wir können es aber auch von dem Fahrweg des Staplers abhängig machen. Das ist wichtig, weil es durchaus Situationen gibt, an denen Unternehmen möchten, wenn der Stapler am Tor vorbeifährt, soll es geschlossen bleiben. Aber in dem Moment, wo der Stapler einbiegt, soll es sich öffnen. Und das ist etwas, was wir nur mit unserer innovativen Plattformtechnologie mit dem Linde Safety Guard realisieren können. Ich sehe schon, wir haben eine tolle Erweiterung zu dem bestehenden Safety Guard und sind gespannt, was auch noch in Zukunft kommen wird.